Hallo zusammen, ich hier ist wieder Hotchala und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine kleine Folge von meinem kleinen Goldtagebuch präsentieren. Wir wollen nämlich angucken, was ich die letzten 2 Wochen so an Gold erwirtschaftet habe. Und ja, wir werden uns ein paar Postkästen durchgucken, heißt ein bisschen schauen, was haben wir so verkauft, beziehungsweise ich werde euch nebenbei ein bisschen erklären oder erzählen, besser gesagt, durch was ich so ein bisschen Gold mache. Wir waren letzte Woche bei. Schauen wir mal rein. Ja, muss man das mal zumachen, dass ich sehe, dass es auch passt. Wir können das auch ein bisschen größer machen. Es wird immer beschwert, dass man sonst schlecht lesen kann. Also, wir waren letzte Woche bei einem Endstand vom Gold bei 15,3 Millionen Gold. Hatten auf Main Account 1,5 Millionen Gold und auf dem Second Account 13,8. Was haben wir uns die letzte Zeit gekauft gehabt? Hier war es der für 7,5 Millionen war es der Nyalotha Mythic Run und die Periode davor hatte ich mir das Magic Rooster Egg gekauft, das 19 Millionen gekostet oder so. Also wir haben jetzt ja hier gut über 20 Millionen die letzte Zeit rausgehauen, aber wir sind schon wieder auf soliden 15 Millionen, also sieht nicht so schlecht aus. Wobei ich jetzt diese Periode, also die letzten 2 Wochen, glaube ich, nicht so viel Gold gemacht habe, weil der Boosting-Markt so ein bisschen eingebrochen ist tatsächlich. Gut, ich würde sagen, wir schauen dennoch jetzt erstmal in die Postkästen rein. Und zwar erstmal auf dem Main. Das ist übrigens das Magic Rooster Egg vom Stream, was sich gewünscht, dass ich das als Startmount benutze. Das nächste Mal werden wir wieder irgendein anderes nehmen. Und wir gucken einmal rein, was ich jetzt hier im Postkasten habe. Ich habe einmal 147 Mails und mit dem Char verkaufen wir hauptsächlich Schmiede-Items und wir verkaufen Leder-Items im Auktionshaus. Und zwar die aktuellen 400er-Items. Und ihr seht, leider sind die Preise hier sehr eingebrochen auf Antonidas. Für die meisten Items kriege ich im Schnitt gerade mal noch 1000 Gold. Ja. Da sind wir halt schon haarscharf an der Grenze. Dass es sich eigentlich nicht mehr rentiert, das zu machen. Ich mache es dennoch, weil ich mir vor einer Zeit mal hier ein bisschen Expulsum geschaffelt habe. Ich habe immer noch 1000 Expulsum. Ich habe mir mal 2500 Expulsum geschaffelt, weil ich davon ausgegangen habe oder bin, dass der Markt noch eine Weile ja so richtig gut was abwirft. Ich habe eine Zeit lang die Items für im Schnitt 5000 Gold verkauft. Da ist mal ein Item für 12.000 rausgegangen, aber auch mal was für 3.000. Ne? Und Herstellkosten sind bei den meisten Items so, ja, zwischen 500 und 1000 Gold sind die Herstellkosten. Ja. Heißt, wenn man die dann natürlich im Schnitt für 5k verkauft, dann hat man einen richtig fetten Gewinn. Verkauft man die aber nur für 800, 900, hat man halt nicht mehr viel Gewinn. Vor allem, ihr müsst die Zeit fürs Expulsum Shuffle mit einberechnen und ihr müsst natürlich auch die Einstellkosten mit einberechnen. Wenn ihr es für 1000 und drunter verkauft, eigentlich rentiert es sich nicht mehr wirklich. Ja. Aber ich habe noch so einen Haufen Expulsum, das muss weg. Und jetzt haue ich es halt ins AA rein. Ein bisschen Gewinn ist damit immer noch. Da kann man jetzt nichts sagen. Ja, aber toll ist es natürlich nicht. Ich verkaufe ja auf sehr vielen Servern. Mittlerweile sind es 4 Server, wo ich alle Berufe, die ich nutze. Das sind insgesamt 8 Berufe, oder? Ja, 8 Berufe müssten es sein. Jeweils 2 auf einem Char. Ne, 6 Berufe benutze ich. Werde ich euch nachher gleich zeigen, welche das sind. Und ja, was haben wir jetzt hier rausgezogen? 152.000 Gold sind das jetzt an der Stelle, ist in Ordnung. Endstand auf dem Main-Account sind somit 2.892.000. Ach, falsch, 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 falsch. Ich habe ja auf dem Twink-Charts noch ein bisschen Gold. Schauen wir lieber in die Übersicht rein. Sind es 3,337. Also 3,337. Ja gut, das sind immerhin 1,5, die wir gemacht haben. Ist okay, ja. Also von den 1,5 Millionen sind jetzt quasi 150 Verkäufe über die Berufe und der Rest von dem Ganzen sind Boost-Geschichten und zwar ist das relativ vielfältig von ja, Vision-Boosts über ja, Insel-Boosts mache ich auch und alles mögliche andere. Ich habe euch auch mal, glaube ich, unten meine Boost-Community gelinkt, wo ich auch alle möglichen Mounts und solche Gedönse mache, aber das habe ich auch schon, glaube ich, in den vorherigen Videos ausführlichst erklärt. Das Problem ist so ein bisschen, die Visions sind eingebrochen, die bringen leider nicht mehr so viel Gold und dementsprechend, ja, ich habe die Visions am Anfang noch für 250 bzw. 300.000 verkauft pro Vision Run und ich habe so 4 bis 6 Visions die Woche gemacht und mittlerweile sind sie jetzt auf 200 und jetzt sogar auf verkaufe ich im Moment noch für 150k, also da ist natürlich schon ein guter Verfall da. Ne? Heute habe ich übrigens nochmal Inseln auch geboostet, also Mythic-Inseln,
Ist aber relativ selten, dass ich da was finde. Gut, dann würde ich sagen, es wird schon auf den zweiten Account. Und zwar haben wir hier einmal den Anfangsstand, den schreibe ich ganz gern auf, weil der niedriger sein dürfte als der Endstand. Letztes Mal, weil ich immer was investiere. Hier benutze ich nämlich sehr viele Chars und Berufe, ja, mit denen Gold zu machen. Und da muss man natürlich immer Mats kaufen, Explosum schaffeln und sowas. Wir sind hier gewesen bei 13,359. Das schreiben wir hier einmal jetzt irgendwo rein. 13,359, oder? Jetzt habe ich bestimmt schon wieder einen Fehler drin. 13,3, oh, okay. Das hier, ne, man hat sich fünf Zahlen gemerkt. Das ist schon meine Höchstleistung bei mir. Gut. Der Endstand war das letzte Mal 13,882. Heißt, wir haben ein paar hundert K in Anführungszeichen miese gemacht, aber das waren Investitionen. Und jetzt werden wir mal gucken, ob sich diese Investitionen amortisieren. Das hier ist mein Char, mit dem ich allen möglichen Crap im Auktionshaus habe. Das seht ihr auch an den Verkäufen. Das ist alles möglich von irgendwelchen Stoffen, über irgendwelchen Schuppen, auch teilweise Transmog-Items. Das ist alles, was ich mit meinen Chars bekomme. Das schicke ich zu dem hier. Ich kann dir mal zeigen, was der hier so drin hat. Oh, schau mal, hier ist ein bisschen Fleisch weggegangen. Gefrorene Kugel, ne? Wenn ich für meinen Main-Chart selber Transmog farm, fällt halt sowas ab und das schicke ich alles hierher und verkaufe das. Können wir ihn mal durchscrollen. Ich glaube, mittlerweile steht es leider nicht mehr dran, wie viele Items meine Maha hat, aber ich glaube, das müssten so 1000 bis 2000 Items sein. Irgendwie sowas um den Dreh rum. Die Ausbeute ist aber hier eher mager, 22k. Ihr seht, das sind alles Kleinbeträge. Hier haben wir mal irgendeine geplünderte Klinge des Königs des Nordens. Die hat das mal 7k gebracht, aber sonst ist das ziemlich viel Mist. Ab und an kriege ich einen Transmog-Teil mal für 20, 30, 40k verkauft, ne? Das schlägt natürlich rein. Diesmal war nur Kleinmist dabei. Über 100 verkaufte Auktionen, aber das allermeiste hier im Bereich von 100 Gold und drunter tatsächlich. Aber es summiert sich, ne? 22k einfach nebenbei mit diesem Mist zu bekommen, ist nett. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass ihr euch ein Addon drauf zieht, das Preise von Items euch anzeigt. Und ich kann da empfehlen, Trade Skill Master und halt die Trade Skill Master App zu haben. Und dann kann man, wenn man jetzt hier zum Beispiel drüber fährt, okay, dann sehe ich, was halt hier der Marktwert von dem Item ist. Und dann habe ich so ein bisschen einen Überblick, okay. Ist das was, was ich vielleicht ins AH packe oder ist das was, was ich zum Händler packe? Ne? Weil ab und an, wenn man irgendeinen alten Content läuft, warum auch immer, vielleicht farmt man sich einen Mount, ein Pet, Toy oder irgendwas anderes, Transmog auch für sich selber, dann fallen halt viele Items nebenbei ab und ab und an ist halt was dabei, was halt doch was wert ist. So, 27 haben wir hier gemacht. Dann loggen wir weiter. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich überhaupt einloggen soll. Und zwar habe ich hier meinen im Schneider-Char, Schneider und VZ-Char auf Antonidas. Und bei dem ist das ein bisschen eine Sache. Also auf Antonidas, der Server ist ein Hypop-Server. Und die Problematik ist aber so ein bisschen, dass so viele Leute oder Akteure im Markt sind, dass die Preise so im Keller sind, dass du quasi fast keine Gewinnspannen hast. Und ihr habt vorher schon gesehen, bei meinem Lederer bzw. Schmiedechar, also den Main, den wir am Anfang hatten, da sind die Gewinnspannen schon hauchdünn. Jetzt habe ich das Problem, dass beim Schneiderchar das noch schlimmer aussieht. Da sind die Gewinnspannen nicht nur hauchdünn, sondern die sind nicht existent. Heißt, man macht mit jedem Item, das man verkauft, Minus. Ich habe die Problematik, dass ich mit beiden Chars ein paar Mal ein Reset gemacht habe. Heißt, alles rausgekauft, die Preise erhöht habe. Das hat auch semi-gut funktioniert. Ja, ein bisschen Gewinn habe ich damit gemacht, aber ich hocke auf einen Haufen Items und diese Items verkaufen sich nicht wirklich so ganz gut. Wobei jetzt hier muss ich sagen, die Umhänge 4K ist gar nicht so schlecht. Damit habe ich sogar nicht mal Verlust gemacht. Anscheinend hat sich der Markt ein bisschen erholt, aber das sind die Verkäufe von 2 Wochen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 24K, das lohnt sich halt null nada niente. Aber ja, nehmen wir sie mal raus, die Sachen. Ich habe auch kaum mehr was nachgecraftet mit dem. Oder nur noch die Sachen nachgecraftet, die sich tatsächlich rentieren. Hier, ihr seht die Zauberstäbe, die haben sogar ganz ordentliche Preise, muss ich jetzt gerade hier feststellen. Aber die Schneidersachen sind halt eher mau. Jetzt haben wir hier 24k gemacht. Ah, das ist halt nichts. Ich kann mich an die Anfangszeit erinnern, wo ich mit den Berufen eingestiegen bin. Da habe ich mit so einem Schneider-Char auch vielleicht nur 100k gemacht, ne? Oder lass es 150k sein. Ich habe aber Main mit dem Schmiede und Schmiede und Lederchar habe ich teilweise in den 2 Wochen 700, 800 K quasi Umsatz generiert. Ihr müsst immer wissen, Umsatz, weil du hast ja immer auch noch quasi Investitionskosten, ne? Also das ist nicht reiner Gewinn, aber und davon war halt vielleicht
die Hersteller, die Matt kosten vielleicht 50k, 60k, maximal 100k. Also da sind bestimmt 600k reiner Gewinn gewesen, ne? Und das ist natürlich schon krass, ne? Aber das ist halt, wie es immer ist, in WoW und wahrscheinlich auch im echten Leben. Du kannst halt immer nur eine Zeit lang in einen Markt gehen und irgendwann ist er halt übersättigt, weil halt zu viele drin sind. Dann gibt es zu viele andere Leute, die versuchen damit Gold zu machen, dann wird es schwierig. Auf anderen Turnieren, das ist mit Berufen gerade echt schwer, aber auf anderen Servern geht es tatsächlich noch und da bin ich zum Glück breit aufgestellt, dass wir da noch ein bisschen was rausholen können. Okay, da haben wir jetzt meinen Inji-Char. Der hat jetzt auch nicht so gewaltig viel drin, aber immerhin hier fast 40k. Und ihr seht, hier gehen manche Flinten noch für 4k. Herstellkosten vielleicht auch. Wir können mal gucken. Hier sehe ich sogar. Herstellkosten sind hier 1,5 Tausend. Hätte ich gar nicht gedacht. Okay, ist relativ viel, aber haben wir immer noch 900 Gold gewinnen. Ja, ist okay. Ja, da wirst du nicht reich von. Aber wenn du es mit ein paar Chars machst, dann lohnt sich das schon. Und mit den anderen Items haben wir dann größere Gewinnspanne, ne? Da haben wir dann vielleicht 2-3k Gewinnspanne. Gut, dann haben wir als nächstes noch meinen Inschriften-Char. Hier den Hexenmeister. Ich habe blöderweise mal relativ lange Ladebalken, weil ich sehr viele Addons drauf habe. Sowas wie zum Beispiel All the Things, um hier so Sachen mitzutracken. Aber ich bin halt jemand, der so Zeug sammelt. Und dann, dass es halt richtig trackt, muss ich es auf jedem Char haben. Oder ich habe auch so Sachen wie Alcoholic, wo ich die ganzen verschiedenen Chars tracken kann und dann auch sehe, was hat welcher Char. Das war heute auch wieder praktisch. Da habe ich irgendein Item aus Burning Crusade gesucht, das ich so schon, weiß ich nicht, seit 10 Jahren nicht mehr gebraucht habe. Und irgendein Char hatte das seitdem noch auf der Bank liegen und das konnte ich halt einfach finden. Und wenn man wie ich, was habe ich denn, ich glaube 87 Chars hat, dann sind so Addons echt praktisch, muss ich ehrlich sagen. Aber immer wenn man neu einloggt mit dem Char, dauert es halt ewig. Und das merke ich vor allem jetzt, wo ich halt ja auf dem zweiten Account oft umlogge, ne, um halt mit den verschiedenen Chars immer wieder die Items ins Sahar zu hauen. Und dann zieht sich das immer. Das Positive ist natürlich, ich habe das auf dem zweiten Account, da kann ich dabei was mit dem Main-Account machen. Meistens mache ich hier irgendwelche Daily-Geschichten oder farm irgendwas. Und dann stören die Ladebalken eigentlich auch nicht so krass. So, was haben wir hier? Wir haben hier einige Sachen verkauft und sogar 91k gemacht. Das ist sogar ganz okay. Wir haben ein paar Schildhände verkauft und ich muss sagen, der Trinket-Markt ist ziemlich umkämpft. Ihr seht hier ein Compendium, also das ist ein Trinket, 400er Item-Level sind die. 1400 Gold, 1400 Gold. Ich bezweifle fast, dass ich damit Gewinn gemacht habe, weil die Herstellkosten wahrscheinlich schon fast zu hoch sind. Wir können mal, wenn wir wollen, reinschauen. Okay, die Preise sind wie hier da hochgegangen, seht ihr das? Jetzt kostet so ein Trinket 3000, da wird wahrscheinlich einer ein Reset durchgeführt haben. Also die Herstellkosten sind 1100 Gold. Gut, ich habe sogar noch Gewinn damit gemacht. Zumindest aktuelle Preise, das ist jetzt auch schon vor ein paar Tagen gewesen. Aber mit den Schildhänden, da habe ich richtig Gewinn gemacht. Da haben wir eine Herstellkosten von 700 Gold und einen Gewinn von 7000 Gold. Ja, da haben wir richtig reingefahren. Weiß nicht, also die brauchen die komplett gleichen Mats. Ne? Das Zeug braucht die ganz gleichen Mats wie das Zeug. Manchmal muss man es nicht verstehen, aber da sind wahrscheinlich ein paar Leute, die haben gehört, mit den Trinkets können sie Gold verdienen, haben die hergestellt, aber die Schildhände nicht. Und ich habe hier richtig abgecasht mit den Schildhänden tatsächlich. Dass die in dem Stand vom Addon noch für so viel rausgehen, das wundert mich sogar fast. Ja gut, knappe 100k verdient. Nice. Inschriftenkunde, zumindest Schildhände läuft. Man könnte eigentlich bei Inschriftenkunde noch wesentlich mehr Gold verdienen, indem man die ganzen Glyphen herstellt und von den alten Expansions. Und da ist es so, dass es viele gibt, wo man sich halt die Rezepte farmen muss. Und der 0815-Verkäufer hat diese ganzen Rezepte nicht. Heißt, wenn man hergehen würde, ich habe das auch zum Teil gemacht, habe mir die alten Rezepte gefarmt und stellt diese Glyphen her, dann kann man da relativ viel Gold mit verdienen. Man muss die bloß regelmäßig herstellen. Die Mats sind nicht so oft im AH. Da muss man halt immer ein bisschen gucken, wo man die Kräuter herkriegt. Aber man kann zum Beispiel, ich glaube, es waren Lichenkräuter, die kann man in Dalaran umtauschen in die älteren und kann dann das ganze Zeug herstellen. Da bin ich aber ehrlich gesagt ein bisschen zu faul für, beziehungsweise habe einfach nicht so die Zeit, auch jetzt diese ganzen Glyphen zu bedienen. Aber das wäre theoretisch eine Möglichkeit. Und da könnte man auch reingehen, ne, in diese Märkte. Jetzt schauen wir mal rein. Das hier ist jetzt mein Char of Blackmoor auf Hordenseite. Und zwar verkaufe ich mit dem auch Inji-Sachen und Verzauberungsgeschichten. Und hier haben wir auch solide 100k, seht ihr.
Ja gut, da haben wir ein paar Zauberstäbe rausgeramscht für 600, für 60, 691 Gold, dass ich es noch rausbringe. Aber das wären, glaube ich, die 370er sein, die ich nur, einfach nur loswerden wollte. Ich habe ja mit den Chars hier auch Sachen geskillt und da habe ich teilweise noch Zeug über gehabt. Und ja, mit dem verkaufe ich auch so ein paar Transmog-Items, wo ich hoffe, dass ich die noch loswerde. Aber das ist immer ein bisschen müßig. Und zusätzlich, was ich natürlich auch immer Kosten habe, sind Expulsum zum Shuffeln. Und da haben wir jetzt hier auch einiges noch geschaffelt gehabt. Mit dem alleine habe ich nochmal über 400 Expulsum. Ach komm, wir stellen das Zeug jetzt nicht ins Auktionshaus. Scheiß drauf, das können wir wann anders machen, sonst zieht es das Video wieder so ewig lang. Wir fliegen jetzt aber bloß einmal hoch, dass wir instant ausloggen können. Also, das ist jetzt eine positive Überraschung, dass wir mit dem Char wieder gute 100k eingefahren haben. Ich hoffe bloß, dass mein Schmiede- und Inji-Char hier ebenso viel gemacht hat, weil hier auf Blackmoor seht, ich habe insgesamt 5,8 Millionen auf dem Server. Das müsste im Moment sogar der Server sein, wo ich am meisten Gold habe. Weil ich ja auf dem, also mainmäßig spiele ich auf dem Main-Account auf Antonidas mit meinem Main-Char. Da hatte ich halt immer die größte Summe an Gold, aber da ich halt jetzt kürzlich erst ziemlich viel ausgegeben habe, ne? Also einmal mit dem, vorhin schon gezeigt haben, Magic Rooster Egg die 19 Millionen, dann mit den Nihalota ran, nochmal 750, 7,5 Millionen. Das war halt alles vom Main-Account das Gold, was ich über Boosten eingenommen habe. Und dann haben wir das gleich wieder rausgehauen für andere Geschichten. Ne? Aber zumindest habe ich meine Sammlung jetzt soweit komplett. Ne? Wer vielleicht meine andere Reihe nicht kennt, wo ich hier so Waste of Money Geschichten hochlade, der weiß dann nicht, dass ich mittlerweile alle Mounts habe. Das freut mich. Dafür geben wir das Gold doch gerne aus. Gut, was haben wir hier? Das ist Schneider- und Inschriftenkunde. Das ist jetzt ehrlich gesagt keine gute Ausbeute. 47.000 ist okay. Ist okay. Haut mich jetzt aber nicht vom Hocker. Nehmen wir das mal noch raus. Mal gucken, ob wir hier auf die 6 Millionen kommen, ne? Das würde mich doch freuen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir noch mit dem letzten Char nochmal knappe 70, 80k rausziehen. Schauen wir mal. Man merkt halt auch, dass hier auf diesen anderen Servern, ne, auch auf Blackmoor, leider so ein bisschen die Preise in den Keller gehen. Mein bester Server, was hier diese Items angeht, ist tatsächlich ja, Eridar im Moment, ne? So, mal gucken. Sudala. Ja, mit Expulsum Shuffeln werde ich jetzt auch gerade noch gefragt. Ist eigentlich relativ simpel. Ihr braucht einen Schneider-Char. Und mit dem Schneider-Char stellt ihr die Handgelenke, die ihr ganz am Anfang kriegt, die kosten 10 von dem ersten Gistlein oder irgendwie so heißen die. 10 Stück braucht ihr davon, stellt ihr die Handgelenke her und dann schickt ihr die halt zu dem Char, wo ihr das Explosum braucht und macht die wieder klein in dem Schredder da hinten. Ne? Bei der Allianz ist ja auch ein Boralus. Ich denke, man müsstet ihr schon gesehen haben, wo der Schredder steht. Oh, nice. Okay. Warte mal, was haben wir denn hier verkauft? Wer zur Hölle kauft denn Plattenarmschienen für 40.000 Gold? Was ist denn mit den Leuten? Was? Ach nee, das ist ein Schienbeinschützer, aber trotzdem. Das check ich hier nicht. Das check ich hier nicht. Also, das ist gut für mich, ganz klar. Also, dieses Item, dieses Item, dieses Item, die haben alle die gleichen Herstellkosten. Das ist alles. Pi mal Daumen, mal vielleicht 200, 300 Gold mehr oder weniger, ne? Alles Pi mal Daumen das gleiche. Das meiste ist hier echt mittlerweile Crap. 800, 700 Gold, da machst du keinen Gewinn mehr. 1000 ist gerade noch so an der Schwelle, 2000 ist gut. Jetzt hat aber einer hier so ein Craft-Item für 40.000 Gold gekauft. Keine Ahnung. Okay. Das ist halt sehr gut. Weil die Herstellkosten sind dann wahrscheinlich auch nur 700, 800 Gold gewesen. Zack, 40.000. Wunderbar. Das hat sich mal rentiert. Ab und an hast du sowas dabei. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Das wird wahrscheinlich nicht mal ein 400er-Item gewesen sein. Ich schätze, das ist ein 370er gewesen. Eins, was ich in der letzten quasi in 8.25 nicht verkauft bekommen habe. Jetzt stellt die keine mehr rein. Irgendeiner brauchte das alte Transmog und hat deswegen das gekauft für 40k, weil sonst würde das nie für 40k reingestellt werden von TSM, weil ja viele eigentlich immer Ha sind. Also das ist teilweise überrascht mich das selber so. Aber wir haben die 6 Millionen geknackt auf Blackmoor. Das freut mich natürlich auch. Und auch hier, jetzt muss ich mal gucken, langsam geht das Expulsum wieder zur Neige. Naja, 147 haben wir noch. Am meisten Expulsum brauche ich tatsächlich immer auf dem Schmiede- und Lederchar, weil das auch
die beiden Berufe sind, die den größten Durchfluss haben. Ich weiß zwar auch nicht, warum Schneider nicht so gefragt ist, aber Leder geht ganz gut. Und Schmied ist absolut der beste Beruf, weil du da die Waffen herstellen kannst. Und die Waffen brauchen die meisten Leute. Also die werden tatsächlich am meisten gekauft. Habt ihr jetzt auch vorhin gesehen bei den Schildhänden, ne? Das hat mich überrascht, dass auf Antunidas die Schildhände so gut gegangen sind, dass da für 9000 die Schildhände über den Tisch gehen. Also das ist schon nice. Aber der Markt schwankt halt immer so ein bisschen. Und gut für einen ist immer, wenn irgendeiner ein Reset reinhaut. Ab und an bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob ich selber einen Reset durchführe. Aber mit sowas hast du dir auch schnell mal die Finger verbrannt. Ich habe auf Antonidas am Anfang einen Reset gemacht, der lief super. Da habe ich die kompletten Preise wieder auf einen stabilen Wert gekriegt, einiges verkauft, einen Haufen Gewinn gemacht, super. Zweiter Reset, lief nicht so gut, habe ich ewig viel aufgekauft, bin drauf hocken geblieben, der Preis war sofort wieder im Keller. Und dann ist der Preis im Keller und du hockst auf ewig vielen Items, bis du die wieder wegverkauft kriegst, da brauchst du einen langen Atem. Und ich habe immer noch sowas und ich habe den Reset vor 2 Monaten gemacht, ne? Also, deswegen, Resets können klappen, müssen aber nicht. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Schneider und einen VZ-Char auf Equin ist das, 59k, kann ich mich nicht beschweren, ist okay. Mit VZ stelle ich übrigens keine Verzauberung her bei den meisten Chars, ne? Hat den Hintergrund, du brauchst, also ohne Rang 3 brauchst du gar keine Verzauberung herstellen und dafür brauchst du wiederum Ruf. Und mit diesen ganzen Gammel-Chars habe ich nichts in BFA gemacht. Die Chars sind meistens über Inseln oder über Freehold hochgeboostet und die haben weder Gear noch irgendwie Ruf oder irgendwas in dem Ding. Die sind einfach nur auf Max-Level und machen halt die Berufe. Und dementsprechend, es hätte sich vielleicht am Anfang von BFA rentiert, einmal den Ruf hochzufarmen bei diesen Chars. Aber ich mache das noch nicht so lange mit den ganzen, mit dieser Char-Marder, die jetzt die Berufe haben, dass ich das jetzt am Ende vom Addon ehrlich gesagt auch nicht mehr rentiert. Deswegen verkaufe ich keine Verzauberungsrollen, weil man da halt die Rang-3-Rezepte immer über die Ruffunktion braucht. Und wenn man die nicht hat, dann braucht man gar nicht erst anfangen. Und selbst wenn man die hat, auf meinem Blackmore-Char, den habe ich ja die ersten 2 Contents gemaint, also den Horden-Char, weil ich mal auf Horden-Seite gespielt habe. Der hat die Rezepte und selbst bei dem mit den Rang 3 Rezepten lohnt sich's auf Blackmore nicht, die VZ-Sachen herzustellen, weil teilweise die Rollen günstiger im AH sind als die Mats. Was ein bisschen komisch ist, aber so ist das leider, ne? Das würde sich dann lohnen, wenn man sie zu bestimmten Zeiten einstellt. Heißt, wenn gerade Raid-Zeiten sind, dass man dann in den Markt geht, aber ja, ich bin oft irgendwas anderes am Machen, dass ich dann genau das abpasse. Ja, schwierig. Gut, das ist jetzt nochmal ein Schmiede- und Lederchar und hier seht ihr, da sind die Preise. Teilweise kriegt man 2.000-3.000 für was, das ist ganz okay. Haben wir auch ein bisschen über 100k, nehmen wir mit. Machen wir hier auf Equin wieder ein bisschen Gold. Und wir sind schon über 1 Million auf Equin. Auf dem Server bin ich noch gar nicht so lang, ne? Da habe ich mal mit 300k angefangen, habe alles investiert und ja, wir machen uns langsam, ne? Aber ähnlich war es ja auf Blackmore auch, ne? Da waren wir auch auf ein paar 100k nur und mittlerweile sind wir auf 6 Millionen. Man muss mal einen langen Atem haben bei diesen Berufssachen. Also schnelles Gold ist das sicher nicht. Aber ja. Nebenbei so ein bisschen das zu machen ist ganz nett. Und auch hier seht ihr, habe ich ordentlich Explosum geschafft in letzter Zeit. Wir haben über 500 Explosum hier rumliegen. Also da kann ich jetzt erstmal noch eine Weile wirtschaften mit. Das ist immer so ganz wichtig. Explosum ist quasi so ein bisschen das Lebensblut, das du brauchst, um die Items herstellen zu können. Auf dem Main habe ich vielleicht ein bisschen zu viel geschaffelt, ne? Ich hatte euch ja vorher gezeigt, dass ich hier noch, also hier kann ich mal meine Bank angucken, ohne dass ich hinlaufen muss mit dem Addon, das ist recht praktisch, dass ich hier noch 1000 Expulsum habe. Ich habe sogar, wie gesagt, 2500, fast 3000 Expulsum habe ich mal geschaffelt. Ne? Da habe ich mal, ich glaube, ein Wochenende durch Expulsum geschaffelt, um mal einmal bis zum Addon-Ende Ruhe zu haben. Und dann sind halt die Preise eingebrochen und jetzt hänge ich halt mit dem Expulsum noch dran. Ne? Und naja, jetzt verkaufen wir halt ein bisschen Zeug weiter, hilft halt nichts. Ein bisschen Gold machen wir ja noch damit. Sudala. Dann schauen wir mal, dass wir auf den letzten Char noch auf Equin hier einloggen. Das müsste jetzt mein Inji- und Inschriftenkunde-Char sein. Was haben wir mit dem gemacht? Oh, 81.000. Das ist auch ganz okay. Da haben wir sogar ganz ordentliche Beträge hier teilweise gekriegt. Hier 9k. Auch für so eine Schildhand, ne? Die laufen auch hier ganz gut. Da sogar für eine Schusswaffe. Ach ja, das ist in Ordnung. 81.000 wieder. Ich trauere zwar so ein bisschen den Beträgen nach, ne, die ich am Anfang hatte, wo ich in dieses Geschäft eingestiegen bin.
Aber da sind wir leider raus aus dem Hype. Das war in der Zeit, als Blizzard diesen Rufbuff eingeführt hat. Da gingen die Sachen so gut weg. Da hast du so Kohle gemacht, aber das ist halt leider immer nur ein bisschen, ist leider immer nur temporär. Gut, dann switchen wir jetzt noch auf Erida. Ja, genau, Erida gehen wir jetzt noch und schauen, was wir da so gemacht haben. Auf den ersten Chart, der hat Schneider und VZ-Sachen, da werden wir jetzt nicht einloggen, weil ich mit dem versehentlich das ganze Gold rausgenommen hatte tatsächlich. Hat den Hintergrund, ich habe sehr viel Expulsum geschaffelt hier mit einem Twink-Char. Und wenn ich diese Handgelenke herstelle, dann kommen da ganz oft grüne raus, aber ab und an ploppen die auch blau. Und was ich dann mache, ist, dass ich die grünen in den Scrubber pack und die blauen werden entzaubert. Also die, wie ist das mit diesen den guten ins Köpfchen, die schlechten ins Kröpfchen? Oder irgendwie so gibt es da so einen Spruch, ich bring's auch nicht mehr zusammen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die blauen, die disst ihr und könnt da Splitter rauskriegen. Und wichtig ist, es gibt dieses. Es gibt so ein bestimmtes Beruf-Item und das kannst du herstellen, wenn du 150er Skill hast. Also mit jedem Beruf, ne? Mit dem, zum Beispiel, ich kann euch mal zeigen, was der Lederer hat. Das ist ganz praktisch. Mit dem Lederer hast du ein Item hier, das hier, da kannst du einfach AT ziehen. Siehst du, ziehst du AT. Hier hat zwar nur 25% so wie Drums, 10 Minuten Abklingzeit, hast halt immer dein HT dabei. Kannst du in Dungeon ziehen, kannst du in der Vision ziehen, überall. Ich kann quasi hier mit Dings einfach HT ziehen. Ne? Gut, man könnte sich auch Drums kaufen, aber das Item ist halt endlos. Richtig nice, das Teil. Ja, mit einem VZ kriegst du halt ein Item, dass du mehr VZ-Mats rauskriegst. Und wenn du zum Beispiel grüne Sachen disst, kannst du auch einen blauen Splitter rauskriegen. Wenn du blaue Sachen disst, kannst du auch Epic-Splitter rauskriegen. Wenn du das Item hast und dann ewig viele von diesen blauen Handgelenken, kannst du einen Haufen Epic und blaue Splitter rausziehen. Und dann machst du richtig Kohle mit. Gut, was haben wir hier? Das ist mein Schmied- und Lederer-Char. Und ihr seht, das hier ist jetzt Equin, nee, das ist nicht Equin, das ist Erida mit meinem Hordenchar, ich komme schon durcheinander. Und der hat relativ viel drin, 178.000, nicht schlecht. Und wir haben auch hier, seht ihr, das ist der Char, mit dem ich Expulsum geschaffelt habe, 623 Expulsum, das kann sie sehen lassen. Übrigens, zu kleinen Informationen, die im Moment tue ich nicht reposten, also ich stelle die Sachen nur einmal am Tag ein. Würde ich reposten, könnte ich wesentlich mehr Gold machen. Aber ihr seht, wie viel Chars ich habe. Bis ich bei jedem Char eingeloggt habe, die Sachen neu hergestellt habe, die einen Cancel-Scan durchführe, einen Repost-Scan durchführe, das dauert einfach seine Zeit. Und zusätzlich mache ich das immer nur so ein bisschen nebenher. Ne? Wenn ich da immer aktiv drauf wäre, wird es schneller gehen. Aber ich bin nebenbei Arena am Spielen und dann tue ich halt auch noch alle Hui mal hier ein, zwei Dinger drücken. Deswegen komme ich nicht zum Reposten tatsächlich. Ja? Das ist zwar nicht optimal. Ah, oh, wir haben sogar 182k gemacht, hier seht ihr. Es ist nicht optimal, aber zumindest einmal zum Reinstellen ist gut. Das Problem ist halt auch beim Reposten, wenn du viele Items hast, du hast im Schnitt so um die 100 Items eigentlich im AH. Ich stelle nämlich von jedem 400er-Item immer 5 her. Und dann kostet so den Counter-Scan bzw. den Repost dich halt doch einiges an Gold. Und wenn die Gewinnspannen nicht so hoch sind, dann ist es halt echt die Sache, lohnt sich das dann, wenn ich am Tag 5-mal reposte und dann 3.000, 4.000 dann jedes Mal in Kosten habe, ist es halt immer so eine Geschichte auch, ne? Bei mir ist es halt ein Zeitfaktor und auch jetzt noch dieser Kosten-Nutzen-Faktor. Wenn die Gewinnspannen natürlich höher sind, dann lohnt sich halt so ein Repost umso mehr, ne? Weil dann fällt es nicht so stark ins Gewicht. Genau, ich meine Schneider bei den Handgelenken. Schneider kann Handgelenke herstellen, 10 von dem Stoff brauchst du, die stellst du her. Und dann ist das relativ easy. Muss halt schauen. Ich stelle meistens immer so 1000, 2000 Handgelenke her, wenn ich anfange. Ne? Brauchst du dann halt dementsprechend Stoff. Nee, ich mache Minimum 2000 Handgelenke. Dann brauchst du nämlich 20.000 Stoff und 10.000 Fäden. Das passt gerade so ins Inventar plus Bankfach rein mit den Chars. So, das ist jetzt mein letzter Char. Der hat Inji und Inji und Inschriftenkunde hat der. Da sind nochmal knappe 80k drin. Die üben wir mal raus. Da sind jetzt die Preise eher mäßig, muss ich sagen. Dafür haben wir viel verkauft. Kann man jetzt nichts sagen. Und dann schauen wir mal, was der End- oder die Endsumme ist. Wir sind jetzt overall bei 14,361. Das tragen wir jetzt mal ein. 14,6331, oder? Ja, 3. Fuck, andersrum.
6-1. Andersrum wäre es besser gewesen. Gut, dann haben wir jetzt hier bei den Berufen wieder einen kleinen Plus, eine halbe Million Plus gemacht mit den Berufen. Ist okay. Hier haben wir 1, 5, 6, 7, 8, 1,8 Millionen mit Boosting und dem einen Beruf gemacht. Sind wir auf einem Plus von 2,3 Millionen jetzt in 2 Wochen. Das ist ehrlich gesagt nicht gut, aber dafür, dass Berufe eingebrochen sind, dass mein Boosting-Geschäft, die Preise leider ziemlich runtergegangen sind, eingebrochen sind, ist es okay. Ne? Wenn wir jetzt ein paar Wochen vorschauen, hier hatte ich mal eine sehr gute Zeit, da habe ich 5,2 Millionen in 2 Wochen gemacht, hier 6,6, also das war ein Monat, da haben wir 11 Millionen gemacht. Das ist natürlich eine andere Sache. Ihr merkt, jetzt geht es langsam runter. Aber ich habe das meiste, was ich über Gold kaufen will. Und jetzt mache ich auch ehrlich gesagt ein bisschen weniger Goldgeschichten und mehr andere Sachen. Und aber für nebenbei noch mitgenommen ist es immer noch gut, dass wir da 2 Millionen oder über 2 Millionen rausgeholt haben. Wir sind jetzt auf overall einem Goldstand von 17,6 Millionen. Also so ganz langsam nähern wir uns wieder den 20 Millionen. Und dann gucken wir mal demnächst, was wir mit dem Zeug machen. Gut, okay. Dann sind wir jetzt wieder am Ende von dem kleinen Goldtagebuch. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge fürs Gold machen habt oder Tipps auch für andere, schreibt sie gerne rein. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.